Herzlich willkommen zu einer Folge von KTM und Thüringen. Wir flügen mal noch. Ja, und wir sehen noch aktuell noch Hafer auf Feld Nr. Ja. 48 aus. Helfer ist nicht ganz auf der Spur. Doch selber arbeiten. Ja. Die Krähen sind auch da. Ja, das Flügen könnte schneller gehen, wenn sie nicht so eiern würden. Aber jetzt kommt der große Pfahl. Mit Strom. Seh nix. Da haben wir aber Glück, wenn wir keine Kollision haben. Und gerade bleibt stehen. Gut. Dann haben wir das auch mal nachgearbeitet. Beide eiern sie. Ist halt so, ne? Aber gut. Muss dann hier auch Kalk rauf, dann haben wir ein Problem. Beziehungsweise das verkehrte Modus. Das bringt immer durcheinander. So. Ne, Kalk muss nicht rauf. Am Rand zwar, ja, aber dort nicht. Dann haben wir ein bisschen Glück. Gedüngt ist auch teilweise. Ja, unser Lager ist noch leer. Wollte ich doch rausgehen. Entschuldigung. Ein paar Stellen arbeiten hier, die Ecke vorne. Ja, der Zaun ist neu. Können wir nicht mehr abkürzen. Aber das macht nichts. Kopf juckt. Von unten annehmen und hochfahren oder umgekehrt, ist egal. Die Zeit geht dann schnell, ne? Also mit 5 geht dann am schnell. Und da wir jetzt 3 Tage pro Jahr mehr Zeit haben, können wir uns erlauben, die Sache. Und da wir eh nur noch 4 Grad haben, für Mai ist noch zu kalt, ist es gerechtfertigt. Vielleicht kriegt er auch mit dem Hafer noch vorher fertig, dann können wir noch gleich mit 4 Maschinen arbeiten. Und dann ist es hier früher fertig, als wir denken. Und dann haben wir eine Zeit zum Düngen und Kalken. Hier nur düngen. Ich meine, jetzt nicht düngen, wenn wir jetzt eh mit Düngefunktion arbeiten.
Den stellen wir erstmal an der Seite hin. Ich denke mal, wir werden noch Nacharbeiten machen müssen. So. Das nächste Fahrzeug? Ah, nee, mal sehen. Fahren wir den nächsten Karlsteuer zum Feld Nummer. Ja, der mal 48 ist, ne? Ich bin durch der. Warum sagt ihr eigentlich so ein kleines Fahrzeug? Wir brauchen eigentlich für einen Hof brauchen wir eigentlich ein Fahrzeug, wo wir die Tiere versorgen können. So ein kleiner LKW wäre nicht schlecht. Aber dann befürchte ich, dass es zu hoch ist. Ansonsten Traktoren werde ich eigentlich keinen kaufen jetzt. Aber ich müsste jetzt eigentlich einen Hänger müsste ich da haben eigentlich. Nur schauen. Können wir den Dolz nehmen normalerweise, der ist ja frei. Und dann können wir schon ein bisschen Mischfutter Richtung Kühe fahren, beziehungsweise dorthin stellen. So. Hoffe, der Ton passt, dass es nicht so leise ist und nicht so laut. Nö, denke ich, ja, müsste eigentlich passen. Überladewagen müssten wir auch noch mit Kalk voll machen. Dann dürfte der Kalk reichen. Ganz weit ist. Ich wollte mal schauen mit der einen Stelle hier, ob da der Absatz nicht mehr so extrem ist. Hinter 460. Irgendwie sind hier weniger Bäume, glaube ich. Oder es täuscht. Nehmen wir an, es täuscht. Hier war dann ein kräftiger Absatz. Ja, ist nicht mehr. Naja, doch. Müsste man ein Foto machen. Gut. Hoffe, dass ich mal die Zeit finde, das melden kann. Gut, fahren wir Kevin Acker. Ja, man ist so. Wir haben ja Pflegebereifung, ne?
Also im Prinzip fahren wir später eh rüber mit dem anderen Fahrzeug. Hier wird mal schauen, ist der überhaupt fertig geworden oder ist er noch nicht fertig? Sieht noch nicht so, nicht ganz so aus, ne? Ich will noch viel nacharbeiten, sehe ich gerade. Da müssen wir viel nacharbeiten. Schau mal. Wir müssen die Ränder abfahren, das ist mir ganz wichtig, da wo die Kurven sind. Da ist auch meistens, wo was fehlt, da ist immer deutlich was. Ganz am Rand wäre nicht ganz so tragisch, aber mittendrin ist das schon ein bisschen blöd. Und hier am Rand, da werden. Und wäre das halt so, ne? Aber hier mittendrin ist das schöner, wenn es fertig ist. Volle Bremse. Werft einen Anker. Tja, der Wasserhahn ist ja interessant. Ja, stellt sich die Frage, machen wir Strohballen oder machen keine? Ein bisschen Einnahmen kommt ja mit Stroh auch rein, ne? Oder viel fahren. Wir haben eigentlich jetzt Zeit. Normalerweise Zeit, naja, Zeit in Anführungszeichen. Das sieht mir so komisch aus. Und da ist bestimmt gedüngt. So. Schauen wir mal beim Feld. Da war noch was. Das sieht nur so aus. Gut, zusammenklappen und dann zum Hof bringen. Und dann gleich vorbereiten zum Auffüllen. Dann haben wir nur noch Feld 38. Jetzt nur noch die entsprechende Temperatur steigen. Ach, die Ecke lassen wir mal so.
Dann können wir den kalken. So. Und düngen nachher, ne? Natürlich düngen wir auch noch. Und wir müssen noch einige Fahrzeuge vom Händler zum Hof bringen. Das ist auch noch. Eben ein guter. Ich denke mal, die Arbeit machen wir uns erst fertig, was wir machen wollten. Da können wir es alle mal tun. Sobald wir die Zeit dazu haben. Wichtig ist immer, dass wir die Felder bestellt kriegen. Wenn der Kursplayfahrer oder Helfer nachher die Felder düngt und kalkt, dann haben wir eine Zeit entsprechend was zu holen. Da kam ja nicht durch, ne? Noch einer. Hey. Kannst du mal sehen. Benötigt Kalk im Wachstum. Ja, gut. Ich wollte nur weiter weg. Da musst du rein, Junge. Da, wo Dünger ist, bleibt gut. Ich wollte Mais nehmen. Mais, Mais, Mais. Das machen wir gleich. Ich vergesse mich nachher wieder. Dann haben wir eine andere Frucht drin oder eine Spur. Kostet ja auch Geld, ne? Zurzeit müssen wir sparen. Was hier wo genau ist, will man auch wissen. Ja, und das Feld 13 haben könnten mal, ne, für 6 Millionen. Vielleicht können wir hier mal eine Mission erledigen. Ja, da fahren wir gleich rauf. Du bist ja Linke. Gut, dass wir wieder zurückkommen. Was denn? Teleportation. So, liebe Freunde, das soll es für heute schon gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen.
Dann seid mal Schüsse in den Winkel. Morgen geht's weiter mit der, Aussaat wahrscheinlich. Flüge noch erst fertig. Bereiten die Aussaat weiter vor. Dann seid mal ciao, ciao. Mit Sennel. Ciao.